Which side are you on, boys? Which side are you on? Seit 15 Jahren ist der Landeshauptmann im Burgenland, seit 15 Jahren flirtet er mit der FPÖ. Hans Nissel kann sich nach den Landtagswahlen im Mai erstmal seinen Koalitionspartner aussuchen. Die Freiheitlichen will er da nicht ausschließen. Am Parteitag im November in der Wiener Messe, am SPÖ-Bundesparteitag, hat die SPÖ wieder einmal über einen Antrag abgestimmt, keine Koalition mit der FPÖ einzugehen. Haben Sie diesem Antrag zugestimmt? Ich glaube, ich war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Bundesparteitag. Hätten Sie zugestimmt? Es ist die Entscheidung des Bundeskanzlers und ich respektiere den Vorschlag des Bundeskanzlers, dass er auf Bundesebene keine Koalition mit den Freiheitlichen macht. Er umgekehrt respektiert, dass wir auch mit den Freiheitlichen reden. Ganz so einfach ist es allerdings nicht, denn der Antrag sagt wortwörtlich, ich habe ihn mir geholt, die SPÖ spricht sich klar gegen eine Koalition mit der FPÖ auf allen politischen Ebenen aus. Das heißt, wenn Sie eine Koalition mit der FPÖ nicht ausschließen, stellen Sie sich gegen Ihre eigene Partei. Wir haben klare Beschlüsse in unserem Landesparteivorstand. Wir haben eine Befragung aller Parteimitglieder, die zu 89% sagen, sprecht mit allen. Und diese burgenländische Entscheidung, das ist für mich die relevante. Das heißt, der Bundesparteibeschluss ist Ihnen nicht wichtig? Der Bundesparteibeschluss ist mir wichtig auf Bundesebene. Und der betrifft aber nicht nur die Bundesebene. Und der Landesparteibeschluss ist mir auf Landesebene sehr wichtig und nach dem orientiere ich mich. Das heißt aber, ein Burgenländer, der nicht will, dass die Freiheitlichen in der Regierung sitzen, darf nicht SPÖ wählen. Wie kommen Sie zu dem Schluss? Wenn Sie nicht ausschließen, dass wer schließt die FPÖ im Burgenland aus? Die Grünen zum Beispiel? Da bin ich mir nicht sicher, die haben das auch noch nicht gesagt, die neue Vorsitzende. Also, aber die Grünen machen die grundlegende Frage. Die grundlegende darf ich Ihnen Frage das sagen? Die Grünen machen im Burgenland mit der FPÖ gemeinsame Pressekonferenzen. Schon, aber die Frage war, gemeinsame Pressekonferenzen. Es geht nicht um die Grünen. Die Frage war, wenn ein Burgenländer nicht will, dass die Freiheitlichen in der Landesregierung sitzen, können Sie ihm nicht garantieren, dass es nicht passieren wird. Es schließen nicht einmal die Grünen aus, dass Sie mit dem Blauen einen Schwarzen zum Landeshauptmann wählen. Und wenn das nicht einmal die Grünen ausschließen, dann sagen wir reden mit allen. Wenn Sie aufgrund Ihrer letzten Aussagen zum Thema Integration die FPÖ bereits als Teil der Heimatmannschaft bezeichnet, tut Ihnen das weh? Das interessiert mich eigentlich gar nicht, weil Burgenland ist auch unsere Heimat. Und im Burgenland haben wir eine wirklich tolle Heimat vor der Haustür. Auch das ist unser Begriff. Heimat vor der Haustür. Heimat vor der Haustür bei uns im Burgenland heißt die wohnortnahe Schule, das wohnortnahe Spital, die wohnortnahe Verwaltung. Das ist burgenländische Heimat. Die einzigartige Kultur- und Naturlandschaft des Burgenlandes von Nord bis Süd, der Nationalpark, die Naturparks, das ist unsere Heimat. Also ich habe überhaupt kein Problem, über meine burgenländische Heimat zu sprechen. Das ist auch für einen burgenländischen Sozialdemokraten. Aber gemeint hat die FPÖ wohl, dass sie quasi mit ihr in offenbaren Integrationsdingen einer Meinung ist. Bereitet Ihnen das als Sozialdemokrat nicht Sorgen? Ich bin bereitet, wenn ich meine Meinung sage und die FPÖ sagt, ja, das ist auch unsere Meinung, warum soll wir das Sorgen bereiten? Verstehen Sie die Zweifel mancher Sozialdemokraten mit der FPÖ? Natürlich verstehe ich die Zweifel mancher Sozialdemokraten gegen die FPÖ. Es gibt ja Aussagen, die natürlich überhaupt nicht in Ordnung sind. Das ist ganz klar. Aber eines muss ich auch dazu sagen. Es ist, jede Landespartei wird von Menschen repräsentiert. Und derartige Sager, wie sie auf Bundesebene und auch in anderen Bundesländern von der FPÖ passieren, die hat es auch in den letzten Jahren im Burgenland nicht gegeben. Also insofern geht es hier auch in der Politik, wer repräsentiert diese Partei, welche Einstellung gibt es zu dieser Partei. Und damit haben wir auch eine Gesprächsbasis mit den Freiheitlichen und praktizieren das eigentlich seit vielen, vielen Jahren. Sie haben über Jörg Haider mal gesagt, er vertrete extreme politische Positionen, die Sie, Zitat, vehement ablehnen. Hat sich die FPÖ seit Haider so sehr verändert? Das ist ja genau das, was ich schon in der Vergangenheit gesagt habe. Es gibt Aussagen, die ich strikt ablehne, die nicht in Ordnung sind.
Und mit diesen kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Aber kann man sich da so weit abgrenzen, dass man sagt, na, das sind halt ein paar andere Menschen? Die SPÖ im Bund sagt ja, das ist, sind eben nicht nur ein paar Einzelne, sondern das ist die ganze Partei. Warum teilen Sie denn die Meinung Ihrer eigenen Partei in diesem Punkt nicht? Weil das ganz klar ist, weil ich von Menschen spreche, wo ich mich abgrenze, und da bin ich absolut bei jenen in der SPÖ, die sagen, das funktioniert nicht, das lehnen wir vehement ab. Ist auch meine Meinung. Das Burgenland ist in vielen Bereichen anders. Und wenn wir mit der FPÖ sprechen, dann haben wir seit vielen Jahren eine Gesprächsbasis und reden auch mit dieser Partei. Und da hat es diese Aussagen, Sie können mir keine Aussage sagen, oder nennen Sie bitte eine, wo ein FPÖler in den letzten Jahren im Burgenland derartige Aussagen gemacht hat. Sie haben immer wieder gesagt, Sie schließen eine Koalition mit der FPÖ nach dieser Landtagswahl nicht aus. Ich probiere es mal umgekehrt. Welche Koalition peilen Sie denn an nach der Landtagswahl? Also ich peile Gespräche an, ich peile informelle Gespräche nach der Wahl an und ich halte überhaupt nichts von Farbenspielen, sondern es geht bei dieser Wahl darum, dass es klare Verhältnisse gibt, weil klare Verhältnisse rasche Entscheidungen ermöglichen. Und diese raschen Entscheidungen sind notwendig, damit es keinen Stillstand gibt. Und diese raschen Entscheidungen, die gibt es auch von mir, wo ich rasch Themen aufgreife, die wichtig sind und im Sinne der Menschen löse. Und da werden Gespräche mit der ÖVP, je nach Größe, mit der FPÖ, mit den Grünen und wenn noch jemand im Landtag ist, geführt. Und dort, wo es gleiche Inhalte gibt, wo wir weiterhin für dieses Land rasch, effizient arbeiten können, mit jener Partei, die am meisten auch unsere Schwerpunkte in der Politik mitträgt, mit der wird es eine Koalition geben.